Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Teil der DevSecOps-Serie. Heute werden wir uns über Repositories unterhalten und dort geht es dann darum, wo sind eigentlich die Vor- und Nachteile der einzelnen Arten von Repositories und was hat das eigentlich mit DevSecOps zu tun. Mein Name ist Sven Ruppert und ich bin Developer-Advokat bei JFrog und wie du siehst, ich bin mal wieder im Wald unterwegs. So, und dabei ist mir dann der Gedanke gekommen, ich könnte eigentlich mal so diese grundlegenden Dinge zu diesen Repositories und die Verbindung zu, wie kann ich eigentlich damit CI-Pipelines beschleunigen und was hat das mit DevSecOps zu tun, da wollte ich jetzt einmal kurz drauf eingehen. So, dann, also Repositories. Was sind Repositories? Also ich meine, als Entwickler hat man eigentlich ständig mit irgendwelchen Repositories zu tun, aber wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dann sind Repositories eigentlich nur irgendwelche Container, in denen binäre Schnipsel aufbewahrt werden, die eine Version haben. So, das ist ein Repository. Jetzt hast du da verschiedene Besonderheiten. Also zum Beispiel, dieses Repository muss für eine Maschine einfach zu bedienen sein, weil meistens Maschinen eben oder Programme diese Repositories nutzen, also um etwas dort hineinzulegen, dort herauszuholen und so weiter. Das nächste ist, dass ich natürlich die verschiedenen Versionen habe. Also ich muss mir über diesen ganzen Versionierungskram ein bisschen Gedanken machen und wie ich das Ganze strukturiere und sortiere, damit das nicht ein heilloses Durcheinander wird. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber letztendlich ist es ja wirklich so, ich habe einfach ein Binary, das habe ich in verschiedenen Versionen da drin und dann habe ich mehrere Binaries in verschiedenen Versionen da drin und das ist dann mein Repository. So, und das brauche ich am laufenden Meter. Jetzt schauen wir uns mal zum Beispiel Git an. Ist auch ein Repository, ist für Source Code, es sind letztendlich auch Binaries, das ist einfach nur ein Stück Text. Aber letztendlich, was brauche ich? Ich habe ein Repository, also eine Adresse, wo ist das Ding? Dann habe ich einen Branch, innerhalb des Branch habe ich einen Pfad und einen File Name und dann habe ich eben so ein Commit-Hash. So, und damit ist das Ding eigentlich beschrieben. Wenn ich mir jetzt Debian angucke, dann ist es auch, ich habe ein Repository, dann habe ich noch sowas wie eine Architektur, also ob das jetzt also irgendeine Hardware-Architektur, für die das Binary ist. Dann habe ich einen Paketnamen und eine Version. Also letztendlich auch derselbe Vorgang, wie ich adressiere, nur ein bisschen unterschiedliche Attribute. Aber letztendlich ist es genau dasselbe. Wenn ich mir jetzt Maven angucke, da ist es dann auch wieder ein Repository, also irgendwie eine Zieladresse, wo ich für nachfrage. Und dann habe ich sowas wie eine Gruppen-ID und innerhalb der Gruppen-ID die Artefakt-IDs mit entsprechenden Versionen. So, und da zum Beispiel stelle ich sicher, wenn jeder org.companyname oder was auch immer hat, dass man darunter machen kann, was man will. Ja, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ganz markant sind beim Maven. So, und damit habe ich schon den Ansatz einer globalen Namensstruktur geschaffen. Ja. Wie sieht es bei Docker aus? Docker ist ein bisschen einfacher eigentlich. Ich habe auch wieder ein Repository, also irgendwo da kommt das Zeug her. Dann habe ich innerhalb dieses Repositories einen Namen und dann nur noch Tags oder eben so Commits. Ne? Ich kann also ein Docker-Image oder ein Layer unter verschiedenen Versionen anbieten, also unter diesen logischen Dingern wie Tags. Aber letztendlich habe ich nur Repo, Name, ID. So, das war's. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es mit Dependencies aussieht, weil da fängt es ja dann an, spannend zu werden. Also das Zeug irgendwie einfach nur abzulegen, ist ja das eine, aber wie verknüpfe ich jetzt das Ganze zu komplexen Gebilden? Bei Git gibt es eigentlich keine Verknüpfung. Also ich habe Forks und Clones, aber letztendlich ist das ja nur eine Kopie meiner selbst und das war es dann auch schon. Also ich kann verschiedene Adressen haben, wo ich mich hinlege, aber letztendlich sind da keine weiteren Verbindungen zu anderen Repositories im Großen und Ganzen. Wenn ich mir Docker anschaue, dann ist es schon wieder anders. Also da ist das ja Layer-basiert. Das heißt, ich habe Layer A, B, C. Jeder Layer kann immer nur einen Vater haben. Das heißt, wenn ich von dem letzten Kind schaue und bis zum Root-Knoten gehe, dann habe ich eine lineare Liste. Und jede Schicht da drin oder jeder Layer kann von einem anderen Repository kommen. Und daraus baue ich dann mein finales Repository auf. Aber letztendlich sind alle Schichten unabhängig voneinander und können auch unabhängig voneinander geholt werden. Also fürs Distributieren ist das zum Beispiel hervorragend. Also ich kann das von multiplen Lokationen gleichzeitig ziehen, weil ich zum Schluss nur die Reihenfolge brauche, in der ich sie zusammen kopiere.
Bei Maven sieht es jetzt ein bisschen schlechter aus. Also Maven gibt ja die Möglichkeit, dass ich grob Artefakt und Version angebe, aber bei diesen Versionen kann ich jetzt dummerweise auch Version Ranges eingeben, ja? Also Bereiche, Versionsbereiche, die gültig sind. Und jetzt kann es durchaus passieren, wenn ich das darauf anlege, dass ich zum Beispiel ein Kind habe, was jetzt zu einer anderen Version von mir selber zurückreferenziert, auch als Dependency. Und dann habe ich ein heilloses Durcheinander. Und das ist eine Besonderheit bei Maven, die nicht schön ist. Und eigentlich sollte es auch nicht vorkommen, aber leider kommt es doch immer wieder vor. Also gerade bei solchen Commutils in Firmen, ja, das eine Modul referenziert das alte, das nächste referenziert das neue, das übernächste irgendwas und das Modul selber referenziert wieder irgendwas. Also da habe ich schon echt fiese Graphen gesehen. Also wir sprechen da nicht mehr von Bäumen, sondern wirklich von Graphen. Und das ist eben, beruht darauf, dass ich eben ja, diese Dependencies mehr oder weniger mit diesen Bereichen auch angeben kann. Das unterstützt das nochmal. So, wie baue ich da jetzt Sicherheit ein? Also, wenn ich jetzt Binaries aus irgendwelchen Repositories ziehe und jetzt greife ich schon mal vor und sage, wir möchten ja irgendwie von entfernten Repositories was holen, dann muss ich in der Lage sein, dieses Binärpaket irgendwie zu überprüfen, damit ich da keinen Schmuh bekomme. Und das ist meistens basierend auf Fingerprints. Und dazu brauche ich zum Beispiel PGP, um dann solche Fingerprints zu erzeugen oder MD5 oder was nicht alles. Auf jeden Fall ist PGP zum Beispiel einer dieser Dinge, die ich da einsetzen kann. Und wenn ich das jetzt mache, dann muss ich ja eigentlich sämtliche PGP-Schlüssel irgendwie 24/7 verfügbar haben, weil ich möchte die ja verwenden zum Verifizieren, weil hier jedes Binary in der Version dann eben diesen Fingerprint hat und wenn ich das adressiere, dann möchte ich das haben. Maven zum Beispiel, seit ewigen Zeiten wollten die schon mal sowas machen, dass die beim Definieren von Dependencies auch noch so eine Hash-Summe mit angeben können. Also ich gebe dir ein MD5 mit und dann den MD5 dazu. Dass man dann in der Lage wäre, wenn man von irgendeiner beliebigen Stelle eben diese Gruppe, Artefakt und Version bekommt, gleichzeitig noch sicherstellen kann, dass man auch wirklich das Binary bekommt, was man angefragt hat. Dieser Request ist jetzt 2015 oder so, also ewig alt und wird einfach nicht implementiert. Also ist immer noch offen. Ich habe irgendwie letzte Woche mal geschaut. So, das heißt, irgendwie braucht man da andere Werkzeuge, die einem helfen, mit diesen Fingerprints umzugehen, ja, weil die Technologien das selber zum Teil eben nicht machen. Jetzt muss ich zusehen, dass eben dieser Verifikationsprozess nicht zum Bottleneck wird und vor allen Dingen muss ich zusehen, dass wenn ich jetzt nicht nur ein Remote-Repository habe, was ich anfrage, sondern jetzt auch noch eine andere Autorität wegen dieser PGP-Schlüssel und so weiter, dann habe ich ja immer mehr Referenzen nach draußen und das kann zum Bottleneck oder auch, ja, also es kann meine Produktion lahmlegen. So. Mit PGP, da kann man sich Abhilfe verschaffen. Ich habe ein Tutorial darüber gemacht über PGP Key Server Caches, wie du also in deinem eigenen Netzwerk so und so auf tagesaktueller Basis und so ein PGP Key Server Cache machst, damit zum Beispiel sämtliche Binaries, die du irgendwo herziehst, eben dann intern verifiziert und validiert werden können. Zum Beispiel für Debian ist das super praktisch. Der Link ist auch unten in der Beschreibung, beziehungsweise das ist in meinem YouTube-Kanal, findest du das, ne? Das heißt PGP Key Server Cache. So, ich habe jetzt also mit verschiedenen Repositories zu tun. Also wenn ich die Applikation selber schreibe, bin ich im Maven-Universum zum Beispiel, dann komme ich auf Linux, dann habe ich mit Debian-Paketen zu tun. Danach kommt dann Docker, weil ich das Ganze verpacken muss und zum Schluss irgendwie mit Helm-Charts hast du zu tun, weil du das Ganze orchestrieren willst. Jetzt ist es natürlich gut, wenn du einen Repository-Manager hast, der all das versteht, damit du einen singulären Punkt hast, über den das Zeug reinkommt in dein Netzwerk. Und mit Artifactory kannst du dann eben genau an diesem Punkt anknüpfen und sagen, so, jetzt alles, was da reinkommt, das wird gescannt. Du sollst natürlich zusehen, dass dann dieses zentrale Repository, was den Einstieg bildet, eben HA ist. Ja? Also bei Artifactory geht es nichts, weiß nicht, muss man nachschauen. Auf jeden Fall so eine Kombination. Also ich habe alle Repositories unter Kontrolle oder die einzelnen und dann kann ich an diesen Repositories, wenn alle da drüber gehen, eben verifizieren, dass die Binaries, die da drin sind, auch wirklich dementsprechend, was ich haben möchte. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wenn ich also jetzt hier diese Binaries und dieses Verifizieren habe, erstens, das muss schnell gehen, das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass ich hier an dieser Stelle auch die Möglichkeit haben muss, dass
dass ich eben alles da von diesem Repository hole. Also welche Formen von Repository gibt es? So, es gibt lokale Repositories. Lokale Repositories sind einfach, du hast die selber auf einem Server deiner Wahl und da kannst du reinschreiben und alles rausholen und dann ist gut. Und dann gibt es natürlich Remote-Repositories, weil irgendjemand anders wird das ja auch anbieten. So, und bei Remote-Repositories, da ist es erstmal noch einfach, weil das eine 1-zu-1-Anbindung ist. Das heißt also, ich frage jetzt JBoss, kannst du mir dies oder jenes geben? Oder ich gehe zu Docker Hub und hole mir das in mein eigenes Repo und dann fragen alle meine Instanzen bei meinem Repo. So, das ist also dieser Gedanke des Cachens oder des, sagen wir mal, unabhängig Werdens, ne, dass die Produktion sichergestellt ist. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil und das ist eigentlich das Mächtige. Jetzt kommen wir zu diesen virtuellen Repositories. Und virtuelle Repositories sind logische Kompositionen bestehender Repositories, und zwar lokaler als auch Remote-Repositories. Und jetzt muss man aufpassen. Also, wenn ich jetzt virtuelle Repositories auf Maven-Basis habe, dann ist das relativ einfach, weil die Struktur ist über Maven sehr, sehr glatt gezogen. Das heißt, ich habe meine Group-ID, meine Artifact-ID, meine Version. Und solange nicht irgendjemand absichtlich sozusagen eine falsche Gruppen-ID nimmt, ja, dann sollte eigentlich nichts schiefgehen. Aber dann sind wir wieder bei den Fingerprints. Wenn ihr zwar sich einmal beim Repo A und beim Repo B hast und die sind schon virtuelle Repositories, also schon Supersets von verschiedenen Repositories, dann musst du natürlich sicherstellen, dass nicht irgendeiner versucht, da kompromittierte Binaries reinzubringen. Aber das haben wir ja mit den Fingerprints und mit dem Überprüfen, das wäre ja dann getan. Jetzt gibt es aber Repository-Typen, da ist halt mit diesem virtuellen Repository gar nicht so einfach. Und das ist zum Beispiel Debian, weil Debian hat nämlich so ein Package.gz auf der Root-Ebene von dem Repo. Und da steht drin, was ist denn der Inhalt von meinem Repo? So, und jetzt haben wir das Drama. Wenn ich jetzt nämlich ein logisches Repo habe und da mehrere Debian-Repos einbauen möchte, dann muss ich ja sicherstellen, dass ich eigentlich sowas wie eine virtuelle Package.gz habe, die abgefragt wird. Und jetzt kann ich natürlich, ja, jetzt muss sozusagen das Werkzeug, was mir die virtuellen Repositories bereitstellt, die Package.gz von den jeweils Originalen mit Fingerprints überprüfen und daraus dann eine virtuelle bauen, damit ich das machen kann. Das Problem ist nur, dass bei Debian dann es da zu Überlappungen kommen kann. So. Also das ist zum Beispiel ein Blödsinn. Bei Docker ist es total einfach. Du hast einfach nur singuläre Layer, die haben Fingerprints und die kannst du auch via Peer-to-Peer oder sonst irgendwas skaliert durch die Gegend schieben. Das ist kein Problem. Also da kann man sehr gut skalieren. Bei Maven kann man auch sehr gut skalieren. Aber wie gesagt, bei Debian oder sowas, da wird es dann schwierig. Also wenn du mit solchen Repositories arbeitest, sieh zu, also mit virtuellen Repositories, die kann man sehr, sehr gut nutzen. Da habe ich auch ein anderes Video drüber gemacht, also Kill the Rebuilds and True Mutability heißt das. Da erkläre ich, wie man mit virtuellen Repositories zum Beispiel CI-Strecken massiv beschleunigen kann und wie man da auch wahre Immutability hinbekommt. Das heißt also wirklich Binaries so lange nutzt, wie sie wirklich verwendet werden, aber trotzdem aufräumen kann. Check da mal im Internet, das ist ein anderer Talk von mir. Und ja, also wie gesagt, du musst eben aufpassen bei diesen virtuellen Repositories, dass es da nicht schief geht. So, das ist eigentlich so die Hauptsache. Gut, was haben wir jetzt gehabt? Also, wir wissen, dass wir irgendwie adressieren müssen. Dieses Adressieren ist halt basierend auf irgendwelchen Attributen. Wir wissen, dass wir das auch Ganze, also alle Inhalte verifizieren müssen. Das heißt, manche Repositories geben dir die Möglichkeit, von Hause aus mit Fingerprints zu arbeiten. Aber selbst bei Docker zum Beispiel brauchst du so ein Tool wie Notary oder so, irgendwie so heißt das, dass du zum Beispiel dann bei der Originalautorität dir die Original-Fingerprints holen kannst, um dann dein Binary zu überprüfen. Also daran muss man denken, dass man diese Fingerprints auch wirklich von den Original-Repositories holt und cached. Und dann hatten wir also neben den lokalen und Remote-Repositories, um das ganze Zeug dann selber vorzuhalten, die virtuellen Repositories. Und die geben dir eben eigentlich erst wirklich die Chance, mit Repositories sehr, sehr effizient zu arbeiten und das Ganze dann auch zu entkoppeln. Also zum Beispiel Namensschemata, Adressänderungen und so weiter und so weiter. Da gibt es also einiges. So, das war es soweit.
Ja, also wie gesagt, wenn du dann Fragen oder Anregungen hast, ich bin am besten per Twitter zu erreichen oder runter in die Kommentare damit, über einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Genauso wie über das Abonnieren meines Kanals. Und denk dran, ich habe eine Mailingliste, weil ich ja ganz viele Webinare und Talks und so weiter gebe auf Konferenzen, die meistens sogar kostenlos sind. Und da informiere ich dich, wann meine nächsten freien Sachen sind, sodass du dir einen dieser Slots dann greifen kannst. So, dann. Ja, ich werde mir jetzt gleich irgendwo einen Kaffee machen und dir wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns. Zu Beginn werden wir uns anschauen, was so die schon vorhandenen Möglichkeiten bei JUnit 5 sind, um dann zu sehen, welche Dinge uns fehlen bzw. wo wir. Was wollen wir tun? Wir wollen uns heute kurz anschauen, wofür man die Repository braucht und wo die überall drin sind, damit man überlegt. Hallo, herzlich willkommen zu Functional Reactive with Core Java. Dabei handelt es sich um eine Serie, das werden mehrere Teile werden und dementsprechend bist du jetzt hier genau beim Intro. Was werden wir heute tun? Wir werden erstmal über das Warum sprechen, also warum solltest du das eigentlich tun, dann werden wir einen kleinen Überblick darüber haben, welche Layer innerhalb der Produktion wir uns anschauen werden. Dann